So, das sind die neuen Quennox Diffusor, made in Germany. Haben wir für die beiden Canon Blitze und ich glaube für den Nikon Blitz noch. Und ich möchte hier nur mal ganz kurz in die Kamera zeigen, was so der Unterschied ist an den beiden. Wir haben hier so einen recht günstigen Diffusor. Da sieht man hier die Spritzstellen und dass der so ein bisschen durchsichtig ist. Und das ist der Quennox-Diffusor. Und hier sieht man gleich schon, dass das ein bisschen milchiger ist und ein bisschen undurchsichtiger. Vor allem, wenn man so die Finger durchzieht, sieht man hier, den Finger sehe ich noch scharf, hier nicht. Und das bedeutet am Ende des Tages fürs Blitzen auch, dass hier halt diffuseres Licht rauskommt als jetzt bei einem günstigeren Modell. Und das ist so der Vorteil von diesen Quennox-Diffusoren, die halt wirklich nochmal von der Verarbeitung und am Ende des Tages zählt ja das Licht, was hinten rauskommt, noch ein bisschen besser sind als so ganz einfache Diffusoren.